Ja, moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Let's Drive. Diesmal gehen wir gleich mal zu Beginn einmal raus. Wir müssen den Schutz runterklappen. Was machen wir heute? Wir mähen den zweiten Schnitt. Nicht die ganzen, ein Teil mit unserem 39 Generation 6 Fendt und ein Disco 9100 AS mit Schwarzzusammenführung, die wir nur auf einer Seite nutzen werden. Hier zweiter Schnitt, Mineralstandort. Ist jetzt auch erst nach dem Regen so richtig gewachsen. So. Hey, ich hab der den Gurt abgemacht, aber hab den nicht runtergeklappt. So, den USB-Stick kann ich auch abziehen. So, also die markieren wir hier und drücken hier einmal runter. Jetzt klappen die Mähwerke runter. Zack. Und dann müssen wir noch kurz einmal rausgehen, dass jetzt da runterklappen. Mann, Hannes. So, sind wir hier angekommen und jetzt drücke ich hier einmal auf Min. Ich habe so eine Drehzahl aufgelegt, mache die Zapfwelle an, drücke jetzt auf Max. Wenn ich jetzt End drücke, hebe das einmal aus, dann klappen wir das Förderband einmal hoch, weil wir wollen sozusagen nur einseitig mit Förderband fahren. Damit legen wir 18 Meter auf 12 Meter und die schwaden wir dann letztendlich zusammen und dann können wir auch schon anfangen. Ich habe jetzt hier die Drehung, wir fahren mit 900 Umdrehungen an der Zapfwelle. Das reicht hier, also ich muss keine 1000 fahren. Zartes Gras, der Aufwuchs ist nicht so doll. Kann man natürlich anpassen und wenn man die Drehzahl ein bisschen reduziert, kann man natürlich auch ein bisschen Diesel sparen. Das ganze Gras wird gehäckselt für eine Biogasanlage, wird auf 3,5 mm gehäckselt, also schön kurz. Da steht auch ganz gut Futter drin. Anscheinend ein Stein, der damit gerollt ist. Werde ich mal die nächste Runde, wenn ich die Kamera ausgemacht habe, werde ich den mal rausheben gehen.
Ja, wie kommt das manchmal? Es kann natürlich sein, dass Wildschweine ein bisschen wühlen. Wühlen da so einen kleinen Stein mit hoch. Und den haben wir dann da im Mähwerk. Oh, schönes Futter jetzt gewachsen. Vor 2 Wochen war hier noch nicht viel. Da hatten wir relativ viel Regen, 60 mm. Und da ist natürlich das Grünland gut ausgegrünt wieder. Ich fahre jetzt außenrum mit Hand. Ich könnte auch mit Autopilot fahren, aber man fährt dann teilweise die erste Runde doch lieber immer mit Hand. Hier sieht man, hier ist so ein bisschen sandiger, der Hügel, der ist jetzt erst vor kurzem wieder ausgewachsen. Der war komplett braun in der trockenen Phase, jetzt wächst er wieder gut aus. Diese Ecke hier rein gehört natürlich auch dazu, die machen wir aber im Anschluss. So, wir können jetzt die Bänder wechseln und diese Richtung beibehalten. Ich drehe dann aber immer meistens um. Und fahre dann sozusagen einmal entgegengesetzt. Thank you.
Hier, wo ich eine Kurve fahre, lasse ich natürlich immer ein bisschen Futter stehen. In der zweiten Runde arbeite ich das meistens dann einmal kurz hier nach. Zack. Und dann ist das auch sauber weggenommen. Von den Mähwerken und von der Maschine kann man natürlich schneller fahren, aber das hier sehr, sehr uneben. Wir haben hier sehr viel mit Wildschaden, immer mit Wildschweinen zu tun, wo wir dann immer viel nachsehen und nachwalzen müssen, aber es ist halt sehr mineralisch, der Boden. Das heißt, wenn da einmal ein paar Unebenheiten drin sind, dann muss es schon sehr, sehr feucht sein, damit man die wieder weggewalzt kriegt, aber meistens bleiben die dann immer so ein bisschen. Hier so was bisschen Kurviges habe, fahre ich das meistens so an, dass ich das nur mit dem Frontmähwerk dann sozusagen fahre, dass ich das so ein bisschen gerade ziehe. Dann ist der Schnitt natürlich auch ein bisschen sauberer, weil ich dann keine Kurven habe, die ich fahren muss. Ja, und bei sowas hier fahre ich das natürlich dann noch ein bisschen eckig hier. Aber wenn ich hier jedes Mal eine Kurve reinfahre, dann bleibt natürlich immer mehr stehen.
übrigens eine Neuansaat aus 2019. Mit sehr viel Klee inzwischen. Also damals war es auch 10% ungefähr. Sieht fast aus, als wenn es ein bisschen mehr geworden ist. Sieht eigentlich ganz schön aus. Ich denke, ertraglich könnten wir schon bei 10 Tonnen am Ende landen pro Hektar. Sieht eigentlich sehr gut aus. Ist nicht sehr hoch, aber dicht.
Von der Geschwindigkeit, die wir fahren, müssen wir natürlich variieren. Müssen wir mal gucken, wie gut ist das Schnittbild, wie viel Masse ist da drauf, wie schnell können wir fahren, wie viel können wir der Technik zumuten. Das ist natürlich auch immer eine Sache. Klar kann man schnell fahren, aber gerade wenn es ein bisschen uneben ist, dann geht das Ganze natürlich ungemein auf die Technik. Und dann muss man einfach nachher irgendwann sagen, ja, das macht keinen Sinn, jetzt noch schneller zu fahren. Das macht dann einfach nachher zu viel Schaden. Heute ist bis jetzt auch noch relativ wenig Sonne. Wird das Ganze noch nicht so gut trocknen. Aber ein bisschen Zeit hat es ja noch. Im Laufe des Tages soll die Sonne auch noch rauskommen. Und dann geht es meistens immer relativ schnell mit dem Trocknen. Geht es meistens auch immer schneller, als man sich das überhaupt wünscht. Und bei der Biogas kann man sagen, lieber zu feucht silieren als zu trocken. Weil dann hat man ja zu viele Probleme beim Füttern, beim Rühren. Wenn wir jetzt entsprechend das Futter zusammenlegen, fahren wir viermal außenrum. Ansonsten, wenn wir breitlegen, würden wir nur dreimal außenrum fahren. Aber wir müssen jetzt natürlich viermal außenrum fahren, damit das Ganze passt mit dem Vorgewinde und mit dem Zusammenlegen mit den Bahnen. Ich glaube, 10 Tonnen wird es ertraglich nicht werden. Dafür steht hier in der Mitte dann doch zu wenig. Ich denke, ich werde es euch in den Vlogs bestimmt gesagt haben. Man sieht das jetzt, hier ist eine richtige Sandkuppe. Hier steht natürlich gar nicht mehr viel. Ne? Sieht man so richtig da unten und da oben verteilt sich so ein bisschen der bessere Boden.
Umso besser natürlich, dass wir in der Lage sind, mit dem Wehwerk hier zusammen mit unserem Spader 18 Meter aufzuspaden, damit wir eine vernünftige Auslastung beim Häcksler hinbekommen. Ich habe heute noch keine Musik gehört, nicht, dass ihr jetzt denkt, Schlagerparadies ist von mir. Ich guck gerade mal, welche Spuren wir hier alle haben. Also eine entsprechende Spur haben wir jetzt hier nicht mit bei. Legen wir halt eine neue an. Oh, was haben wir denn hier gemacht, Leute? Da waren wir eben wohl ein bisschen abgelenkt. Man muss auch sagen, wenn ich jetzt so ein paar Tage wieder nicht mehr mit dem Fendt GPS gearbeitet habe, ist es manchmal ein bisschen schwierig, sich wieder zurechtzufinden. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich finde das von John Deere intuitiver. Also hier sind so viele Untermenüs, da muss man immer mal wieder gucken. Klar, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist das auch verständlich und logisch. Aber irgendwie vergisst man das bei dem hier. Irgendwie geht es vielleicht auch nur mir so, vergisst man das bei dem hier ein bisschen mehr immer.
drücken wir ein B, sagen wir ja, wir möchten speichern und fahren. Müssen wir gleich gucken, hier vorne müssen wir eben ein bisschen Kontur fahren. Da vorne noch hin. So, was ich jetzt im Prinzip mache, um das hier einmal gerade zu bekommen, ich weiß ja, das ist hier mein äußerstes Stück. Das heißt, ich fahre so einmal hin. Zack. War das hier? Genau. Und hier setze ich einmal die Linie auf meine aktuelle Bahn. Ruhig noch ein bisschen weiter. Ah, da können wir ruhig noch ein bisschen weiter rüber. Versetzt jetzt die Bahn. Ist sie so viel schräger? So. Ich fahre dann sozusagen das Ganze einmal gerade. Weil da war jetzt schon ein kleiner Keil drin. Einmal muss man es gerade bekommen und dann funktioniert es ja Bahn für Bahn. War jetzt auch vielleicht ein bisschen, hätte ich noch ein bisschen weiter, noch weiter rüberfahren können. Fahre ich eigentlich nur noch gerade Bahn hoch und runter, bis die Fläche fertig ist, sozusagen einseitig. Damit das Wild sozusagen ja auch nach einer Seite Ruhe hat. Oh, falsch rum. Damit das Wild auch nach einer Seite Ruhe hat, also da hinten ist es dann ruhig und kann dann sich auch in die Richtung verziehen oder kann da in die Richtung auch gehen. Ist aber gar nicht so entscheidend, weil wir sind eigentlich jetzt im zweiten Schnitt und wir haben kaum noch Wildtiere bzw. junge Wildtiere hier drinnen. Das ist alles immer nur beim ersten Schnitt sehr problematisch. Aber dieses Mähen von einer Seite zur anderen Seite rüber haben wir eigentlich sehr positive Erfahrungen, auch mit Hasen, mit Fasanen und anderen Tiere. Wenn man immer rund fährt, ist ja die Möglichkeit, dass man sie ja im Prinzip einkreist und dass sie dann nicht mehr rauslaufen oder zu spät rauslaufen und so. Haben die Tiere in einer Seite Ruhe. Ja, ihr seht selber, jetzt passt es auf jeden Fall mit den ganzen Bahnen. Und dann denke ich mal, soll es das hier erstmal wieder gewesen sein. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann macht's gut und ciao, ciao, Leute.